Lauf, 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 lauf. Ich will nicht sterben, 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 ich will nicht sterben. Shut up, John. Hallo, meine Kartoffelfreunde. Und willkommen zurück zu The Evil Within. Ja, es wird jetzt wieder regelmäßig kommen. Regelmäßiger als vorher auf jeden Fall. Und wir sind letztes Mal auf dieses wunderschöne Hotel hier geklettert und da hinten sind noch Gegner. Die werden wir mal kurz wegsnippen. Und durch diese Grafikkarte bin ich halt in der Lage, einfach mal die heftigsten Spiele zu spielen, die es auf diesem Planeten gibt. Was mich extrem glücklich macht. Und ja, ihr müsst mich entschuldigen für meine Faces, da kann ich nichts für. Wir sind letztes Mal hier in die Stadt gekommen. Oder in unsere alte Heimatstadt und die ist halt auf jeden Fall sehr, sehr, hat sich sehr verändert. Ah, ich glaube, wir müssen den Container darunter. Aber ich denke mal, wir sehen das alles mit positiven Augen. Wir finden unseren Weg von A nach B. Mehr brauchen wir nicht. Wir sind glücklich. Ich glaube, da unten kann man vielleicht was looten. Finden wir hier was? Aber die Grafik ist einfach mal so Hammer. Also wenn ich überlege, ich hatte davor einfach mal so eine Hartz-IV-Graka und jetzt der Unterschied zu der hier, das ist schon, sind schon Welten und das bringt auf jeden Fall viel mehr Spaß, jetzt diese Spiele zu spielen. Schön, dass wir hier einfach runtergefallen sind. Wo ist denn hier? Hallo? Okay, ich glaube, wir klettern hier erstmal rauf. Der ist, glaube ich, hier getont mit der Freund. Oh, da, Munition für einen Revolver, das ist gut. Wir haben eine neue Waffe bekommen, und zwar die Magnum. Die haut die Dinger auf jeden Fall mit einem Schuss down. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was? Oh nee, jetzt kommt sowas, wir dürfen nicht ins Wasser treten. Oder wir können die einzelnen Dinger abschießen. Dann fallen die runter und dann können wir hier langlaufen. Können wir nochmal schießen? Nee. Oh Gott, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Geh hoch. So. Jetzt werden wir den Kollegen abschießen, dann schwimmt das Ding. Müsste das... Oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. Ich will nicht sterben, 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 ich will nicht sterben. Komm hoch, hoch, hoch. Geh darauf, geh darauf. Nein, wir sind am Leben. Ich verabscheue sowas, ey. Ohne Scheiß. Aber das Menü sieht jetzt auch richtig cool aus, wie das animiert wird. Sonst hat das ja immer nur so geruckelt. Okay, wir springen, glaube ich, erstmal hier rüber. Und holen den Kollegen da runter. Dann holen wir den Kollegen darunter und dann können wir auch schon losschwimmen. Ja, ich glaube, wir haben das hier schon geschafft. Ich hoffe, die Dinger kommen nicht nochmal, weil dann raste ich aus. Ich hasse sowas. Ich weiß nicht, ob ihr Amnesia kennt, aber bei Amnesia damals habe ich halt schon dieses Level gehasst, wo man halt nicht ins Wasser machen durfte. Ja, okay, gut. Wo man halt, da konnte man, das war eigentlich so ähnlich wie da, man wusste nicht oder man konnte diese Gegner halt nicht wirklich sehen. Man hat im Wasser relativ gut versteckt und man durfte halt das Wasser nicht betreten und das war so gruselig. Oh mein Gott, ich glaube, wir müssen hier runter. Ja! Und ja, dieses Level habe ich gemieden, Alter. Ich habe das danach nie wieder gespielt. Okay, was geht jetzt ab? Ja, wir sinken wieder, das geht höher. Rubik? Das hört sich nach Rubik, nee. Was passiert denn hier? Hallo? Wo müssen wir hin? Dahin. Nein. Oh, nicht Ru. Oh nein, nicht der Typ. Ich kann ihn nicht ab. Ich kann ihn nicht ab. Okay. Okay, gut. Wir laufen einfach erstmal. Ich wollte gerade schon. Okay, wir laufen in die andere. No, 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 no way, no way, no way, no way, no way. Okay, gut. Wir nehmen erstmal die Magnum. Alter. Nein, dich töte ich nicht mit der Magnum. So, Rubik ist weg erstmal.
Alter, sind hier viele Zombies. Nein, Rubik steht wieder auf. Dann nehmen wir die hier. Stirb. Gut, das werden wir jetzt immer so weitermachen. Wir werden eh mit dem Revolver abschießen, einfach weil das genug oder am meisten Schaden macht. Es geht hoch. Wir haben ihn schon getötet mit 2 Revolverschüssen. Eine billige Kopie. Oh, hier ist noch Munition. Die hätten wir vielleicht auch noch mitnehmen können. Aber der Revolver ist auf jeden Fall ein richtig harter Ficker. Mit dem können wir die härtesten Ficker zerficken. Das ist schon mal ganz gut. Und ich hoffe mal... Oh Gott, Mann, das ist so... So. Mein Herz hat richtig aufgesetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann, wir waren gerade in der Stadt. Ist das dreckig hier? Ah, wir sind schon wieder hier. Ist das sein Werk? Hallo? Okay. Detective? Bist du okay? Sie wissen schon, dass mich niemand ersetzen könnte. Ja, dich kann niemand ersetzen. Du hast mich gerettet. Ich möchte jetzt aber gerne erstmal hier... Okay, wir müssen nichts Spezielles machen, aber wir haben halt diese ganzen Upgrades von letztem Mal, haben wir, ich glaube, 30.000 oder so, habe ich gesehen. Deswegen können wir ja ordentlich zuschlagen jetzt hier. Dann schauen wir doch mal, was wir hier upgraden. Guck mal hier, 30.000 Punkte. Guck mal, Lebensanzeige, zack. Maximale Sprintdauer brauchen wir nicht, das ist schon relativ gut. Nahkampfschaden, ob uns das wirklich was bringt, weiß ich nicht. Die Spritzen könnten wir auf jeden Fall auch noch nehmen. So, dann nehmen wir jetzt mal die Waffen. Magnum. Schadensmultiplikator brauchen wir eigentlich nicht. Die haut ordentlich rein, oder? Die würde ich jetzt noch nicht pushen. Oder wenn wir sie gleich am Anfang pushen, dann... Feuerrate bringt bei der guten Waffe nichts. Magazinkapazität auch nicht. Genauigkeit vielleicht, damit wir nicht keine Munition verschwenden. Nachladegeschwindigkeit auch nicht wirklich. Ich würde noch die Feuer... Nein, das bringt doch nichts. Ach, das wollte ich nicht machen. Shit. Was haben wir denn Reserve hier? Magnum Munition brauchen wir auf jeden Fall mehr. Hallo? So, zack. Das reicht uns erstmal. Das reicht uns nicht! So, sorry für die kleine Unterbrechung. ich musste nochmal kurz was machen. So, So. Guck mal, das haben wir jetzt auch. Schlüssel haben wir gar nicht. Dann können wir ja gleich weitergehen hier. Ich habe Angst vor dem, was passiert. So. Ach da, das war der Spiegel, okay. Okay, gut, das ist das, okay. Ja, aber nö, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was ist das nochmal? Irgendwas Wichtiges. Achso, dass wir werden geheilt, okay. Wahrscheinlich war jetzt wieder irgendwas passiert. Oh, fuck. No way. Ich glaube, wenn wir den Zombie aus der Distanz fertig machen, dann haben wir schon mal... Oh, scheiße. Fuck. Oh, no way. Oh, nee. Jetzt habe ich Angst. Bitte ist da Sniper-Munition drin. Oh, ja. Ohne Scheiß. Wir haben da oben einen kranken Zombie. Und wo fährt er hin? Das war nichts, aber da ist noch einer. Den können wir nehmen. Ja, schöne Sache. Aber wo fährt der andere Zombie hin? Das frage ich mich gerade. So. Oh, der hat hier noch was liegen lassen. Was hat der hier? Hier wollen wir nicht runterspringen. So. Shotgun. Hier haben wir noch mehr Kisten. Da ist noch was drin. Da ist noch was drin. Und da. Okay, Shotgun-Muni. Doch, wenn wir nachladen, dann müsste das eigentlich gehen. Schaut. Da geht das doch alles so. Ich hoffe nur, dass die ganzen Zombies da nicht freigelassen werden. Wenn ja, dann habe ich ein großes Problem. Oh, what? Jetzt werden die alle einzeln rausgeschickt oder was? Boom. Nein, ich will das da nehmen. Ich wollte den noch gar nicht nehmen. Oh nein, macht er das automatisch? Oh, ich will nicht mehr. Oh Mann, jetzt ziel doch endlich. Der Sprengstoff.
So, du bist weg. Oh mein Gott. No, no way, no way, no way. Das wollen wir nicht, wir brauchen die. Hallo? Und weg, 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 weg. Jetzt werden die da alle einzeln rausgeholt, oder was? Jetzt können wir gleich die zweite Granate werfen. Zack. So. Bevor du auf mich schießt, Alter. Ohne Scheiß, du kleiner Mongo. So. Und du stirbst auch noch. Ja, was hast du denn da? Spasti. So, die nächsten bitte. Oh mein Gott. Ah, oder ich glaube, wir können einfach hier hoch, oder? Noch ist das hier geschlossen. Hä, was müssen wir denn machen? Müssen wir hier rein, oder? Hier können wir nicht lang, nein. Hier können wir auch nicht lang. Wir müssen da hoch. Hoffe ich zumindest. Hier kommen wir auch nicht rein. So schwachsinnig, dass ich gerade meinen Erste-Hilfe-Koffer verschwendet habe, nur wegen so einer Scheiße hier. Okay, dann verbrennen wir den mal. Vielleicht kommt dabei was Gutes bei raus. Ach nee, das ist der hier oben. Mit dem Dynamit gewesen. Okay. Da drüben kommen wir nicht rum. Da hinten ist irgendwas, das können wir uns ja mal angucken. Da haben wir noch eine Munition. Gucken wir doch mal, was ist denn hier? Oh, ich wurde gerade im Teamstick angeschrieben, aber da kann ich jetzt leider nicht rangehen. Ah, okay, wir müssen sie doch alle besiegen. Gut, dann wird das ja doch... Oh, nicht ganz so einfach, wie ich dachte. Der will da hoch. Der darf da nicht hoch, sonst wirft er das Dynamit auf uns. Darf ich vorstellen. Nein, 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 nein. Bitte geh hoch, bitte geh hoch, bitte geh hoch. Hä, wieso explodiert der Typ nicht? Oh Mann, das ist so logisch, ne? Wir haben keine Munition mehr. Ich habe noch eine Granate. Und einen Magnum-Schuss. So, die Magnum hat ihn jetzt noch umgebracht. Komm schon, mach die Tür auf, Bruder. Oh, wir haben noch zwei Shotgun-Munition dadurch bekommen. Kann jetzt die nächste Tür mal aufgehen? Achso, da sind gar keine mehr drin. Wie kommen wir nur... Doch da. Ernsthaft? Oh, shit. Wieso haben wir denn genau gegen die Tür geschossen, ne? Ja, genau. Wie sollen wir denn gegen den ankommen, Alter? Warte, ich hab ne Idee. Nein, nicht schießen, nicht schießen. So, komm schon, komm schon. Jetzt verreckt er aber. Ja, du Hurensohn. Du kleines Stück Dreck. Deine Mutter. So. Scheiß Käfig, Alter. Ohne Scheiß, wie soll man denn dagegen ankommen, ey? So. Na, wir haben es ja geschafft letztendlich, ne? So gut. Hier ist ein Kontrollpunkt. Ich denke mal, in dem großen Käfig hier kann man auch ganz gut die Folge beenden. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Auf den Subscribe-Button drücken. Ganz wichtig. Und alle Videos gucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.